Sagen wir aber hinterher nicht, man hätte uns nicht gewarnt. Hat man nämlich. Und zwar mehrfach. Und ich meine diesmal nicht V wie Vendetta, den dystopischen Film aus dem Jahre 2005, in dem ein autoritär-faschistischer Überwachungsstaat sich installieren kann, weil die faschistische Partei angesichts einer global grassierenden Viruspandemie den Menschen Sicherheit und Gesundheit versprochen hat. V wie Vendetta spielt übrigens im Jahre 2020. Ich meine auch nicht Orwells 1984, wo das ganze Ziel von Newspeak darin besteht, die Bandbreite des Denkens einzuengen. Am Ende werden ja bekanntlich Gedankenverbrechen gar nicht mehr möglich sein, weil es keine Worte geben wird, um sie überhaupt auszudrücken. Oder Huxleys schöne neue Welt, in der die meisten Männer und Frauen ihre Knechtschaft lieben und niemals von einer Revolution auch nur träumen. Ich meine auch nicht Terry Gilliams Film Brazil, eine dystopische Satire über bürokratistischen Totalitarismus, in der es heißt, don't suspect a friend, report him. Und auch nicht Juli C.'s Roman Corpus Delicti, der in einer zukünftigen Gesundheitsdiktatur spielt, in der Gesundheit zur höchsten Bürgerpflicht geworden ist. Die Bewohner dieses Landes tragen alle einen Mikrochip unter der Haut, erfüllen täglich ihren staatlich verordneten Sportsoll und liefern regelmäßige Körperdaten an die Behörden. Eine Meldepflicht existiert für Schlaf und Ernährung. Nein. Das meine ich alles nicht, denn dass die Dichter lügen, wissen wir ja spätestens seit Platon. Und das ist ja alles nur Fiktion und die Realität ist ja längst stranger than fiction. Ich meine ein Szenario, das die Rockefeller Stiftung im Jahr 2010 entworfen hat. Es ist zugleich Fiktion und Wirklichkeit. Zumindest ist einiges davon bereits eingetroffen. Der Bericht Szenarien für die Zukunft von Technologie und internationaler Entwicklung wurde im Mai 2010 in Zusammenarbeit mit dem Global Business Network des Zukunftsforschers Peter Schwartz veröffentlicht. Und dieser Bericht enthält 4 Szenarien für die Zukunft, die geordnet sind, zum einen nach dem Grad der Anpassungsfähigkeit an Veränderungen und neue Probleme und zum anderen nach dem Grad der internationalen Verflechtung, also von Globalisierung, Integration, Zusammenarbeit bis zu Regionalismus, Partikularismus, Nationalismus. Eines dieser Szenarien trägt den Titel Lockstep. Hier wird eine Welt mit strengerer Regierungskontrolle von oben nach unten entworfen und mit einer autoritären Führung, mit begrenzter Innovation und wachsendem Widerstand der Bürger. Dieses Szenario wird zwar als hoch integrativ verstanden, das heißt mit einer Tendenz zur Globalisierung und zur Vereinheitlichung, dass es das nämlich dann auf der ganzen Welt gibt, aber auch zugleich als gering anpassungsfähig. Das heißt, dass Schwartz und die Rockefeller Stiftung das totalitäre System, dieses Szenario, eher als Warnung, als negatives Szenario darstellen und bewerten. Im Schwartz-Szenario aus dem Jahr 2010 heißt es dann ganz konkret, im Jahr 2012 wird die Pandemie, auf die die Welt seit Jahren gewartet hatte, endlich zuschlagen. Im Gegensatz zu H1N1 aus dem Jahr 2009 war dieser Influenza-Stamm, der von Wildgänsen herrührte, extrem virulent und tödlich. Gut, hat noch ein bisschen gedauert. Selbst die am besten auf eine Pandemie vorbereiteten Nationen wurden schnell überwältigt, als das Virus über die ganze Welt strömte, fast 20% der Weltbevölkerung infizierte und in nur 7 Monaten 8 Millionen Menschen tötete. Und der Bericht fährt fort, die Pandemie hatte auch tödliche Auswirkungen auf die Volkswirtschaft. Die internationale Mobilität, sowohl von Menschen als auch von Gütern, kam zum Erliegen, was Industrien wie den Tourismus schwächte und globale Lieferketten zum Erliegen brachte. Sogar lokal saßen normalerweise geschäftige Geschäfte und Bürogebäude monatelang leer, ohne Mitarbeiter und Kunden. Geschrieben 2010. Während sich die Maßnahmen in den USA dann als zu lax erwiesen hätten, sei es einigen wenigen Ländern jedoch gelungen und auch besser ergangen, dreimal dürft ihr raten, wem? Natürlich China.
Die rasche Verhängung und Durchsetzung einer obligatorischen Quarantäne für alle Bürger sowie die nötige und nahezu hermetische Abriegelung aller Grenzen durch die chinesische Regierung rettete Millionen von Menschenleben und stoppte die Ausbreitung des Virus viel früher als in anderen Ländern und ermöglicht eine schnellere Erholung nach einer Pandemie. 2010 geschrieben. Chinas Regierung sei aber nicht die einzige gewesen, die extreme Maßnahmen ergriffen hat, um ihre Bürger vor Risiken und Gefahren zu schützen. Im Rockefeller-Bericht heißt es, während der Pandemie haben nationale Führungspersönlichkeiten auf der ganzen Welt ihre Autorität unter Beweis gestellt und rigorose Regeln und Beschränkungen auferlegt, vom obligatorischen Tragen von Gesichtsmasken bis hin zu Körpertemperaturkontrollen an den Eingängen zu öffentlichen Räumen, zu Gemeinschaftsräumen, wie zum Beispiel Bahnhöfen oder Supermärkten. Selbst nachdem die Pandemie abgeklungen war, blieb diese autoritäre Kontrolle und Beaufsichtigung der Bürger und ihrer Aktivitäten bestehen und verschärfte sich sogar noch. Um sich vor der Ausbreitung zunehmend globaler Probleme zu schützen, von Pandemien und transnationalem Terrorismus bis hin zu Umweltkrisen und steigender Armut, ergriffen führende Politiker auf der ganzen Welt entschlossener die Macht. Rockefeller Foundation 2010. Wir haben hier also eine deutliche Warnung der Rockefeller Foundation, was die negativen Folgen einer Pandemiebewältigung angeht, insofern sie von machtbesessenen Politikern missbraucht werden kann. Oder auch einfach die Logik der Technokratie automatisch unsere Welt in ein solches totalitäres Szenario führen wird. Das ist schon eine erstaunliche Hellsichtigkeit und Voraussicht, wenn man jetzt nicht gerade davon ausgehen will, dass die Rockefeller Stiftung dann auch alles wie beschrieben hat ablaufen lassen und die Prognose in Wirklichkeit ein Plan war. Dann wäre es allerdings seltsam, dass sie vor genau diesem Szenario ja auch warnt. Peter Schwartz endet nämlich seine Beschreibung dieser dystopischen Zukunft, dieses Szenarios so: Während die Entsendung ausländischer Sicherheitsteams in einigen der am schlimmsten gescheiterten Staaten begrüßt wurde, brachten Einheitslösungen nur wenig positive Ergebnisse. Im Jahr 2025... mal sehen, ob das noch kommt, schien es den Menschen zunehmend langweilig zu werden, so viel Kontrolle von oben nach unten zu haben und den Führern und Behörden die Wahl zu überlassen, Entscheidungen für sie zu treffen. Tja, was hat das zur Folge? Überall dort, wo nationale Interessen mit individuellen Interessen kollidierten, kam es zu Konflikten, sporadischer Widerstand wurde organisiert und koordiniert, da unzufriedene Jugendliche und Menschen, die in Entwicklungsländern ihren Status und ihre Chancen schwinden sahen, in großem Umfang Bürgerunruhen auslösten. Selbst diejenigen, denen die größere Stabilität und Berechenbarkeit dieser Welt gefiel, ihr kennt das, begannen sich unwohl zu fühlen und wurden durch so viele strenge Regeln und durch die Strenge der nationalen Grenzen eingeschränkt. Es blieb das Gefühl, dass früher oder später irgendetwas die akkurate Ordnung, für die die Regierungen der Welt so hart gearbeitet hatten, unweigerlich aus den Fugen geraten würde. Ja, als eher positive Visionen herausgestellt und empfohlen werden in dem Rockefeller-Bericht eine Welt, in der hochgradig koordinierte Strategien zur Lösung sowohl dringender als auch fest verwurzelter weltweiter Probleme entstehen, also eine hohe Anpassungsfähigkeit an neue Herausforderungen bei gleichzeitig auch hoher internationaler Verflechtung. Und zweitens eine zwar wirtschaftlich angeschlagene Welt, in der Einzelpersonen und Gemeinschaften lokalisierte, provisorische Lösungen für eine wachsende Zahl von Problemen entwickeln, also hoch anpassungsfähig, aber weniger global, sondern eher regional fokussiert. Ja, darin könnte das ganze Problem bestehen. Wie soll man inmitten einer globalen Gefahrensituation, ob real oder eingebildet, hochgradige Koordination und globale Verflechtung hinkriegen, ohne der Gefahr zu erliegen, dass der Machthunger und die Psychopathie der Herrschenden und die Logik der Technokratie zu einer Mischung aus V wie Vendetta 1984, Schöne Neue Welt, Corpus Delicti und Brasil führt? Also zu dem Szenario, das die Rockefeller Foundation
vor dem die gewarnt hat. Ein weltweiter Faschismus mit verängstigten Bürgern, denen eben ein Schutz vor einer Pandemie versprochen wird. Und dann wurde eine Gesundheitsdiktatur erschaffen, geprägt durch Propaganda, Zensur, Selbstmeldepflicht, Denunziation, Hyperbürokratismus und eben eine Welt der glücklichen Sklaven. Wie können wir das verhindern? Wie kann eine hohe internationale Verflechtung vereinbart werden mit dem Zulassen von einem Prozess des ständigen Versuchs und Irrtums, von Vielfalt? Wie kann globale Zusammenarbeit gelingen, ohne dass sie zugunsten einer One-Size-Fits-All-Lösung jeglichen Wettbewerb um die bessere Idee ausschaltet? Kann man vernetzt bleiben, ohne dass dadurch die Geschwindigkeit der Veränderungen so hochgedreht wird, dass sie jedes menschliche Maß übersteigt, nämlich eine gemächliche Dimension der Veränderungen, des Ausprobierens und des Verwerfens, und dass dann die Problemlösungen eben gar nicht mehr auf ihre Sinnhaftigkeit getestet werden können und sich überhaupt bewähren können, als Lösungen eben, die nicht viel mehr und viel schwerer wiegende Probleme erzeugen, als sie bestehende Probleme lösen. Was wir jetzt haben, wenn wir zum Beispiel über weltweite Impfungen und sogar Impfpflicht nachdenken oder Impfpflicht Light oder wie auch immer, ist nämlich genau dieses Ausschalten aller alternativen Versuche, mit Problemen umzugehen. Zugunsten einer Top-Down-Lösung, eine Strategie mit der Gießkanne oder eher mit der Impfspritze für alle. Und solche Diskussionen, auch die um einen globalen Immunitätsnachweis, sind genau die Symptome dafür, dass wir derzeit Gefahr laufen, dass das negative Szenario des Lockstep, vor dem uns die Rockefeller Stiftung schon vor 10 Jahren gewarnt hat, Wirklichkeit wird. Das war's für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen mit einem negativen Ausblick war. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr kontaktlos alles nachhören auf Spotify, auf Soundcloud, auf Deezer, auf iTunes als Podcast. Auf Patreon sehen könnt ihr mein exklusives Video über Hannah Arendt und die Frage, was persönliche Verantwortung in einer Diktatur bedeutet. Oder ihr könnt meinen Film Heimkehr nach Europa unterstützen, meine Doku über den europäischen Geist und die Seele der Europäer. Alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr könnt auch meinen Roman lesen. Wo ist er? Hier? Nee, so sieht er gar nicht aus. Unter der Haut. Ja, da geht es allerdings nicht um Mikrochips, sondern um Liebe, Lust und Leidenschaft. Natürlich. Und kommentiert irgendeinen Quatsch. Am besten irgendetwas mit inhaltlichem Bezug auf dieses Video. Denkt ihr, die Rockefeller Stiftung wollte uns warnen mit dem Szenario, Lockstep-Szenario, oder sie hat schon alles von langer Hand so geplant und wollte uns 2010 nur schon mal darauf einstellen? Schreibt's in die Kommentare und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Du sagst, der Kaiser.